Moin, ich bin Elias Fischer. Und ich bin Moritz Kalbelage. Wir sind heute hier unterwegs in Gröpelingen. Hier ist laut jüngstem Lebenslagenbericht des Senats die Kinderarmut am höchsten, die Erwerbstätigenquote am niedrigsten. Wir wollen daher von den Menschen wissen, wie es sich hier in Gröpelingen lebt und was man gegebenenfalls verändern kann. Los geht's! Wundervoll. Wundervoll. Es lebt sich ganz schlecht. Naja, ist okay. Ich habe mich da jetzt mit abgefunden. Es war einmal schöner. Es sind alle Leute hier vertreten. Jeder, der sich ausleben will, kann sich ausleben. Und wenn sich einige von anderen gestört fühlen, dann sollen sie einfach zu Hause bleiben. Wenn ich könnte, würde ich hier wieder wegziehen. Ich wohne zwar erst 3 Jahre hier, aber nee. Sehr gut, vielfältig. Deswegen habe ich sowas auch. Also, ich kann nur sehr positiv über Gröpelingen sprechen. Geschäftsmäßig ist gar nichts mehr hier. Ne? Ich konnte mal abends noch mal spazieren gehen und die Geschäfte angucken und so. Ist nichts mehr. Boah, und eben, dass es sehr schmutzig hier ist. Ne? Eigentlich. Nö. Gefallen tut mir an und für sich der Grünzug und sowas. Das gefällt mir. Da kann ich also schön mit dem Hund spazieren gehen. Was mir eigentlich gefällt, sind, dass du so dicht bei den Geschäften bist. Ich habe hier meinen Arzt. Ich brauche nicht weit zu laufen. Das ist schon okay, ne? Also man kann jede Art von Essen hier bekommen. Vom türkischen bis zum syrischen. Italiener ist hier, Eiskaffee haben wir, alles. Einkaufsmöglichkeiten ohne Ende. Und dieses Multikulturelle, das wird hier richtig ausgelebt. Toleranz, miteinander zu sein, also dass man fühlt sich einfach wohl. Hier haben wir alles, erste Einkaufsmöglichkeiten, Infrastruktur und Kinderärzte, also die Lage hier ist wirklich gut. Also nicht gefallen tut mir an vielen Ecken Müll und sowas. Das nimmt überhand in Gröpelingen. Ich wohne jetzt zwar in einer ruhigeren Gegend, aber das, was hier alles so ist, der ganze Müll und alle schmeißen ihre Sachen aus dem Fenster und die Gewalt hier. Das Müllproblem, das ist da, okay, es gibt Kulturen, die das vielleicht nicht so kennen, so wie wir. Und das erstmal lernen müssen, aber da können wir denen auch helfen. Naja, eben die Zuwanderer und so, ne? Die einen Leute kriegen keine Wohnung und die Leute kriegen neue Wohnungen. Da bauen sie, machen und tun. Das ist nicht mehr so wie früher, so die Sicherheit. Man fühlt sich nicht mehr ganz sicher, wenn man, besonders die älteren Leute, wenn sie unterwegs sind, wenn ein kleiner Diebstahl oder die Taschendieb oder die Straßen so dreckig. Also das sind Sachen, Kleinigkeiten, die wirklich das Problem sind. Viele Kulturen in Gröpelingen, ja, also betrifft von Religion auch. Also es ist. Also ich sehe hier alles. Ich fahre oft nach Walle, weil es mir da besser gefällt. Und auch wenn ich mal in eine Eisdiele gehe oder so, du kannst da richtig schön sitzen. Hier in der Eisdiele geht es nicht, weil alle Nationalitäten sitzen da. Hier ist alles so, jeder macht hier sein Ding. Hier ist geil, wunderbar. Hier ist die Town, wunderbar. Ne? Und wenn du nach Schwarhausen gehst, sind sie alle so ein bisschen pikiert und nicht, also die essen auch ihre Pommes mit Messer und Gabel, hier nicht. Ich glaube, meiner Meinung nach ist das, der Zug ist abgefahren. Die muss die ganze Welt verändern, sag ich mal. Und dass die Kriminalität hier so groß ist, das ist, weil du kannst nichts mehr bezahlen. Es ist einfach alles zu teuer.
da sollten sie mal dran drehen. Mehr Präsenz von Aufklärung und das aufeinander zugehen. Vielleicht mehr Community schaffen, indem man sich irgendwo trifft, wo alle eingeladen sind. Ach, da mache ich mir eigentlich auch keine Gedanken drüber, weil ich habe hier noch Probleme. Wir müssen auch mit den Deutschen sehr gut umgehen, damit wir uns in dieser Integration wirklich so nehmen können, wie es sein soll. Dann können wir von da lernen und die können von uns auch lernen. So denke ich, von beiden Seiten, ich würde einfach sagen.